Herzlich willkommen zur zweiten Runde mit dem deutschen Deck. Dieses Mal im 1 3 gegen 3 auf dieser wunderbaren Map, wo man eine Sache ganz klar beachten muss, und zwar den Höhenunterschied, und zwar in diesem Abteil, weil man von oben nicht einfach so runterschießen kann. Okay, die gehen alle dahin, dann mache ich mal, ich gehe hier hin. Was aber gar nicht so schlecht ist für meine Fahrzeuge. Erstmal Mada da. So, dann klatschen wir nämlich hier erstmal die schönen Marder hin. Marder 1 und dahinter die schönen Marder, nicht die Jäger, die Marder 2. So, das VEB, das kann nach da. Mein Hauptquartier fährt in die City. Jetzt klatschen wir dann nochmal einen Panzer rein. Und den Keiler. Auch mal ausprobieren. Den habe ich am anderen Match nicht ein einziges Mal ausprobiert. Obwohl ich ihn eigentlich mal testen wollte. Aber das ist so mies gelaufen, dass ich da kein Risiko eingehen wollte. So, aufklärungstechnisch. Könnte man natürlich drüben einfach ein Heli hinstellen. Andererseits kann ich da auch eigentlich einfach dieses Auto hinstellen. Scheiß drauf. Und hier gehen nochmal zwei Aufklärer mit. Und dann nutze ich auch mal mein Deck und spiele hier mal wirklich auch nochmal zwei Marder 1 aus. Fliegerfaustin, nochmal Milanwerfer. Zack. Ah, ich hätte einen Fallschirmjäger reinnehmen sollen, ne? Hier die Stadt zu bekommen. Ah, hätte ich nämlich schön hier hinfliegen können, hier landen und wäre reingelaufen. Ah, ja, gut. Ja, gut, das habe ich jetzt gefailt, aber damit muss ich leben. Kann man jetzt nicht mehr ändern. Kann man schon, ist mir aber jetzt relativ lade. Von daher egal. So, Radi. Lade, lade, Radi. So, mal schauen, was die machen. Ich bin leider etwas erkältet. Das war ja schon in der letzten Aufnahme, aber diesmal auch noch. Alles bisschen mies, aber muss man mit leben. Noch eine Minute. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, warte mal, was hat er geschrieben? Echo. Der will bis Echo pushen. Also rein theoretisch ist Echo zu bekommen so gut wie unmöglich, wenn der Gegner es ordentlich macht. Zumindest im Anfang direkt hier vorne hinzukommen. Weil, ja, Recon on the Flanks. Deswegen habe ich hier meinen Aufklärer, der geht nämlich hier drüben hin. Zu schauen. Und darum meine ich auch eine Aufklärung zu beschauen. Man sieht ja, man kann hier einfach so ganz sneaky durch. Geht, fliegt hier rüber und holt sich das Hauptquartier, unser hier Hauptquartier. Genau dasselbe ist natürlich auf der Seite. Können wir auch machen. Mir fehlen die Helis dafür. Ich könnte das mit einem Fallschirmjäger machen, aber ja. Dadurch, die Map ist halt ziemlich breit, aber eigentlich spielt sich alles in der Mitte ab. Dadurch muss man aber auch die Flanken decken. So, darum hier ein Hauptquartier und dann hoffen, dass das hinhaut. So. Und los geht's. So, ganz schnell die Truppen einmal dahin. Du kannst auch wieder einmal dahin, dann kannst du ausladen und du bewegst dich einmal hier rüber. So. Die Jungs, bitte einmal alle nach oben. Was kommt da? Wenn das jetzt ein Radarflieger ist, muss. Ja, ist ein Bomber. Ist ein Bomber, ist ein Bomber. Bitte abschießen, bitte abschießen. Bitte abschießen. Der Schwein legt Napalm hin. Ah, das ist ärgerlich, dass. Weil meine Einheiten wollen natürlich logischerweise nicht durchs Feuer fahren. Kann ich verstehen, aber will ich nicht akzeptieren. So, was habe ich natürlich jetzt für einen kleinen Nachteil? Es ist Feuer. Und das Feuer nervt. Und zwar gewaltig. Aber okay, ich benutze jetzt einmal einen billigen Fallschirmjäger. Aber sie fahren durch. Aber man sieht es leider, die Fahrzeuge oder die Infanterie da drin, ich nehme an, das sind die Fahrzeuge, nehmen allesamt Damage. Das heißt, ich hole hier mal gleich zwei LKWs ran. Weil meine Männer, denen juckt das nicht. Die fahren durchs Feuer, das ist denen sowas von scheißegal. Da kann. Die Hölle kann auf Erden brennen, das juckt die nicht. Das sind gestandene Männer. Die haben vor nichts Angst. Die fahren einfach durch. Ist denen halt relativ egal. Oh, Jungs, 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 Jungs. Ihr müsst jetzt hier aber.
Uiuiuiuiuiui. Okay, jetzt könnt ihr eigentlich alle schießen. Die fahren da mitten übers offene Feld. Da kann ich eigentlich meine gesamte Feuerkraft eigentlich komplett ausspielen einmal. Einmal bitte alles hier ausladen, so. Und jetzt einmal alles hier in den Busch rein. So, ihr Jungs könnt da rüber. Das ist natürlich jetzt für mich optimal, dass er jetzt hier gerade in offenem Gebiet kämpft. Weil meine Truppen sind natürlich im offenen Gebiet natürlich die klar stärkere Partei. Ich komme mit so viel Feuerpower. Also, da kann nichts überleben von ihm. Vollkommen unmöglich. Und man sieht ja, ich störe hier alles. Oh, da kommen sie aber. Oh, da kommen die Bomben. Nein. Aua, 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 aua. Aua, da sieht er meinen Flieger. Aber vielleicht sieht er ihn nicht. Flieg weiter, Junge. Flieg. Flieg. Vielleicht haben sie dich noch nicht beachtet. Du musst einfach nur fliegen. Ja, komm mit deinen Transportern. Jetzt knallt's hier ordentlich. Jetzt kommen nochmal Bomben, Alter. Was kommt denn hier alles rein? Jungs, Jungs, Jungs. Wir können über alles reden. Alter Schwede. Jungs, 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 Jungs. Wir können doch über alles reden. Stop it. Scheiße. Uiuiui, ui, ui. Das knallt hier aber auch ganz schön rein. Alter, wieso kommt mein Panzer da nicht durch? Ja, endlich. Ich brauche dringend neue Infanterie. Jungs, ihr müsst da nicht... Ihr könnt da mal stehen bleiben, bitte. Ihr braucht hier nicht weiter vorrücken. Ich muss mir jetzt hier erstmal neu sammeln. Den würde ich jetzt gerne hier jetzt hinbewegen und ausladen. Mal sehen, ob ich es schaffe. Uiuiui. Ui, ui, ui. Das klatscht ja doch alles rein. Der Nachteil ist halt, ich muss das hier oben halten, um diesen Sektor eigentlich zu haben. Aber ich ziehe mich jetzt erstmal lieber hier nach unten. Hol jetzt auch mal hier meinen neuen Jäger. Ah, ich will meinen Leopard behalten. Den will ich ungerne verlieren. Denn der ist mir doch zu wertvoll. Oh, und Hilili, du darfst doch nochmal zurück. Du musst da nicht durch. Dann will mein Aufklärer noch einmal mit hier hin. Jetzt habe ich natürlich ganz, ganz, ganz viel verloren. Unweigerlicherweise. Der Junge kann jetzt seine Typen hier mal ausladen. Nein! Oh, hätte ich mal früher ausladen müssen. Das Gute ist, wir haben Golf. Wenn wir jetzt den Hauptquartier hinsetzen, dann tickt es schon mal für uns. So, Jungs, ihr dürft jetzt hier nochmal in das Haus versuchen zu kommen. Zwei Mann. Dich ziehe ich mal lieber ein bisschen weiter zurück. Autsch. Weil die jetzt runterkommen. Und dreimal darf man raten, was die gleich machen. Die schießen nämlich gleich in euren Raketenwerfer. Und töten mein Auto. Oh. Nicht gut. Nicht gut. Ich brauche dringend Infanterie. Da hole ich auch lieber die billigen Truppen. Ich brauche jetzt hier irgendwie... Da kann man ganz schön viele Flugzeuge runter. Ein bisschen zu viele für meinen Geschmack. So, was haben wir hier? Wir haben jetzt hier den Marder 1. Der darf jetzt hier gern einmal ausladen, seine Jungs. Und die dürfen jetzt auf Suche gehen. So. Ihr dürft hier hin und auch auf Ausland gehen. Und dann greift ihr nämlich an. Jetzt holen wir sie uns. Alle Mann drauf. Einfach alles drauf, sieht mich. Ich habe jetzt so viele Männer. Weil der Nachteil ist halt... Er kann den Sektor von hier oben verteidigen. Für uns jeweils Vor- und Nachteil ist, sobald jemand hochkommt, hier kann halt überall Infanterie stehen. Zum Beispiel meine Elite-Infanterie, die ich hier... Also Elite nicht, aber meine Panzergrenadiere. Und die hauen halt weg. Die hauen halt einen Panzer weg, das ist denen egal. Die haben halt eine 22er Raketenwerfer. Das ist denen sowas von Ladde, was da kommt. Ich setze jetzt hier rüber auch nochmal einen Helikopter, einen Aufklärungsheli. Das ist denen halt so vollkommen egal. Darum hole ich jetzt hier auch gerade die Marder. Weil ich brauche hier keine wirklich starken Einheiten. Gerade. Der Nachteil ist, man sieht's, ich bin... Oh nein, nicht schon wieder auf einem Haufen, wollte ich gerade sagen. Oh, zum Glück hat er gedacht, ich bin weiter nach vorne gegangen. Zum Glück habe ich das nicht gemacht. Zum Glück kann ich nur sagen. Oh, jetzt kommt da noch was. Ich brauche jetzt hier auch dringend nochmal eine Flak. Jetzt kommt da noch was. Alter, was kommt denn da alles noch an? Jungs, ihr müsst euch hier mal irgendwie bewegen. Aua, au, 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 das tut nur so weh. Also ich werde hier leider echt von den Bomben zerstört.
Die sollte man da einem. Weil wir gewinnen das nur durch Punkte. Darum sollten sie da mal eins hin befördern. Aber aua, aua, aua. Das tut dir ganz schön weh, was hier runtergeracht. Was hier vom Himmel kommt. Ja, jetzt fährt er rüber. Ah, man sieht halt, man kommt so rüber. Man sieht nichts. Man sieht erst, wenn man oben ist. Und dann fällt halt der Himmel. Das war jetzt aber nicht meiner, ne? Ich hoffe mal nicht. Also jetzt schon mal hier nichts stehen, aber hier kommen halt die Raketen. Also den Weg kann ich unmöglich nehmen. Was ich machen kann, das werde ich jetzt auch tun. Ich werde jetzt mein Hauptquartier holen, weil man gewinnt dieses Spiel schließlich, also diesen Spielmodus durch Punkte. Der Nachteil ist echt, der Feind hat so viel. Oh, da fliegt schon wieder was auf mich. Ich sehe es schon wieder kommen. Ihr könnt euch alle wieder bewegen. Die Bomben hat er nämlich noch abgeschmissen. Der will nämlich nicht, dass ich hochgehe. Ich gehe mal davon aus, dass da eine relativ schwache Abwehr ist von ihm. Aber das ist leider auch nur eine Theorie. Jetzt hat er hier. Warum fliegt denn da eine Mick rum? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Aber mal sehen. Das soll ihn leid tun. So, ich muss mich jetzt hier mal ein bisschen vorbereiten. Ich würde hier gerne nochmal. Ah, hier habe ich noch Transporter. Kommt mal her, meine Transporter. Meine Jäger sollen da mit. Ihr könnt euch hier alle mal aufstellen. Ich muss jetzt nämlich hier mal ein bisschen verteilen. Da kommt nämlich auch mal ein Auto, um zu gucken, was ich hier habe. Ihr dürft den mal eben kaputt machen. So, mein Roland wieder nach da. Der Marder 2 bitte nach hier. Ich muss jetzt hier nämlich alles ein bisschen bewegen, meine Männer. Weil ich will natürlich hier hoch. Vorteil, es tickt jetzt eins für uns und da kommt schon wieder ein dummes Flugzeug. Ich raste aus. Das Gute ist, ich kenne jetzt die Flugzeuge. Und er trifft nichts. Also das ist ein bisschen vorhersehbar. Oh Gott, meine schönen Transporter, die jetzt eigentlich schöne Missionen haben sollten, sind eigentlich vom Arsch. So, dafür bin ich jetzt hier ready, eigentlich, obwohl scheiß drauf. Ich stoße hier hoch und ihr geht jetzt hier einmal rum und dann in das Gebäude. Den bewege ich da einmal mit. Kommt ihr bitte dahin? Oh, Alter. Oh nein, Antiradar! Fuck it, Antiradar. So, und zwar holen wir den jetzt rein und bomben. Und sofort wieder zurück, sofort wieder zurück, sofort wieder zurück. Da stehen nämlich seine ganzen Panzer vor allem. Aber das ist mir egal. Wir bomben den jetzt nämlich erstmal seinen Trupp weg. Weil was er macht, das können wir auch. Truppen finden. Und zerstören. Das Schöne ist, er spielt in Dreier-Blobs. Und ich hoffe. Alter. Ey, das Schlimme ist, sie haben die Lufthoheit. Alles, was ich hier rein befördere, wird halt leider echt zerstört. Und zwar restlos zerstört. Aber es tickt zwei Punkte jetzt für uns. Da müssen sie erstmal durchkommen. Na, leider nicht. Ne, ich habe leider keinen Helikopter. Oh, die zerstören uns die ganze Flugabwehr. Mal wir die nicht aushaben. Es ist ärgerlich. Hier stehen natürlich Panzer. Ich muss damit rechnen, dass er auch dagegen Flugzeuge hat. Aber ja, genau, Igla. Ich kann hier mal meine. Die Jungs kann ich mal ranholen. So, die sind jetzt drin. Mal sehen. Kriegen sie mal hier was geschissen mit der Rakete? Ah, nicht so wirklich. Nicht so wirklich. Also ein Panzer ist beinahe kaputt. Ich könnte mal eben stehen bleiben. Ein Panzer ist beinahe kaputt. Der Marder darf hier ruhig weiterfahren. Der fährt dann nämlich hier schön rein und soll alles wegholen, was er da findet. So. Der Gegner ist jetzt gefordert, was zu unternehmen. Scheiße. Er ist böse, ist er. Böse, böse, böse. Ich brauche leider auch die Flugabwehr. Da führt kein Weg dran vorbei. Ich habe auch nur Radar-Flugabwehr. Ich will die mal ausstellen. Ah, nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen! Wieso siehst du sie? Du böse Schwein! Warum du tue sowas? Komm. Wenigstens einer davon. Jawohl. Der Nachteil ist, da fliegen einige Sachen rüber. Oh, feindliche Transporter. Nee, das sehen wie meine aus. Shit.
So, jetzt muss ich aber hier eigentlich mal hochgehen. Die Sache ist, ich weiß gleich, was da kommt. Und was da kommt, gefällt mir ganz und gar nicht. Und es wird mich gleich totbomben. Sobald ich hier bin, kommt da gleich wieder eine ganze Flugarmada rein und will mich einfach nur totbomben. Leider restlos. Und da bewegt sich nur Olle. Das Böse ist, da bewege ich auch noch mal eine Flak hin. Einfach zum Schutz. Der sieht sie leider, der sieht sie leider, der sieht. Ja, der killt die auch sofort. So, dann bewege ich jetzt hier meine Flugabwehr hin. Da fliegt wieder ein Flieger, ein Antiradar. Aber der fliegt zum Glück da drüben. So, wir gehen jetzt nochmal mit dem Jäger gucken, was da oben auf mich wartet. Das ist echt schwer, da hochzukommen, leider. Ah, die Antiradar, also. Hat er jetzt schon wieder meine Roller? Ey, das ist so ein blödes Schwein. Oh, ja, der geht sogar. Der will auch mal gucken, was ich hier habe. Ja, dann guck mal, was ich hier habe. Ich habe da nämlich schön was rumstehen. Und dreimal darf ich gleich raten, was da ankommt dafür. So, ich versuche jetzt hier durchzurücken. Ich versuche es einfach. Ich muss es ja versuchen. Du darfst mal ruhig ein bisschen höher fliegen, Heli. Ihr dürft ja auch nochmal ausladen. Meine schöne Flugabwehr darf auch ausgeladen werden. Oh, da kommt sogar auch ein Angriff. Genau jetzt, wo ich angreife. Schöne ist, ich habe natürlich die Mittel, um die direkt wegzuhauen. Jetzt kommt hier mein Angriff. Mal sehen, ob er gelingt. Ich hole mir jetzt ja auch mal hier ein paar Keiler. Oh, 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 oh. Das knallt hier aber ordentlich rein. Ich muss doch mal hier durchkommen. Oh, da hat mein Marder. Da sieht man aber der Marder, der hält schön die Raketen auf. Oh, zurück, zurück, zurück. Alter, da oben steht so viel, da gibt's kein Durchkommen für mich. Oh, was kommt denn da jetzt? Oh, da kommen seine anderen Dinger an. Panzergrenadiere nach drüben. Nach drüben. Oh, 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 oh. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Jetzt kommt natürlich sein Push hinein. Und da kommt wieder Antiradar, Antiradar. Ich sehe doch schon, wie die Schüsse auf mich fliegen. Jetzt darfst du weiter feuern. Meine Fliegerfaust darf mal. Ah, da hat er mir auch schon wieder eine genommen. Marder 1 rüber. Jetzt will er durchpushen. Oh Gott, ich brauche Hilfe. Ich brauche ganz schnell Hilfe. Aber geschafft. Aber kaputt wieder. Shit. Jetzt kommen auch die Dinger von ihm vor. Heißt es, den vorwärts bewegen. Ja, komm. Jetzt bist du in Reichweite. Jetzt hol ich deine dummen Helis runter. Komm, erst. Oh, was? Alter, mir fehlen hier Truppen. Ich brauche hier Truppen. Truppen, 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 Truppen. Und ich hole mir jetzt erstmal hier die Keile auch noch ran. Fliegerfaust, ihr dürft da auch mal ruhig drauf schießen. Ihr dürft da auch ruhig drauf schießen. Die ollen Helis müssen weg. Kommt. Holt die Helis runter. Jawohl. Die Marder 1 kämpfen auch noch mit den Autogeschützen. Das Schöne ist, die paniken auch. Aber ich brauche hier dringend Truppen. Oh, 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 oh. Ausladen. Ihr dürft bereits ausladen. Angreifen. Komm, Junge, Fahrentdeckung. Jetzt ist hier wirklich ein Kampf. Es ist wichtig, dass wir halten. Eigentlich war das dumm von mir anzugreifen, weil. Ich muss gar nicht angreifen. Das ist es ja. Ich muss ja gar nicht mehr angreifen. Schön in die Seite, glaube ich, geschossen. Jetzt geht's hier wieder in den Gegenangriff. Jetzt habe ich meine Truppen. Weil wir halten die Punkte. Klar, er kann hier sein Hauptquartier reinstecken, aber dann weiß ich zumindest, wo es ist. Was ist passiert? Ich habe irgendwas klicken hören. Aber wir halten nur alles. So, und sein Angriff scheint abgewehrt zu sein. Sein Panzer auch down. Jawohl. So, geschafft. Aufgabe erledigt. Feind wurde vernichtet. Das hat zwar jede Menge meiner Truppen gekostet, aber. Oh Gott, da ist ja immer noch was. Da ist immer noch was. Jungs, fertig machen. Töten. Töten, töten, töten. Da lebt ja immer noch was bei mir. Kommt, Marder, schieß. Schieß. Do it. Diesen einen Mann. Jawohl. Nice. Wunderbar. Wunderbar weggehauen.
Jetzt kommt da schon wieder ein dummer Heli an. Ich glaube es ja wohl nicht. Da gibt der erste Spieler auch auf. Weil sie haben jetzt den Nachteil, sie müssen halt zu uns kommen. Großer Nachteil ist, sie müssen von der Anhöhe runter. Und man sieht es ja hier schon, dieses kleine Wrack. Sie müssen da halt erstmal durchkommen, so ein bisschen. So. Und hier kann ich auch ein bisschen die Stärke meiner Marders ausspielen. Zum Beispiel vor allem den Marder 2, weil da einiges aushält. Wow. Oh. Oh. Oh, da haben die Gegner surrendert. Da kamen sie wohl nicht mehr rein. Ja gut, das war jetzt eine schnelle Runde. Man konnte ein bisschen sehen, was die Marder gebracht haben. Vor allem dieses massive Flakfeuer. Nachteil ist, die hatten. Also ich glaube, alle drei Spieler sind auf Flieger gegangen. Und die habe ich vor allem abbekommen. Und die haben mir wirklich meine Armee komplett zerstört. Aber 1800 halt die Flieger, die haben Anfang. Direkt meine Anfangsarmee zur Hälfte zerstört. Ich würde sagen, dann nochmal meine restliche Armee um die Hälfte zerstört. Also komplett. Dafür habe ich doch noch ordentlich Kills gemacht. Aber er ist auch zum Teil wie ein Wahnsinniger reingerannt. Also er hätte vielleicht mit Mortar und Smokes arbeiten müssen. Dann glaube ich, hätte er das ganz einfach geschafft. Weil meine Abwehr war doch ziemlich schwach. Von ihm gut reagiert, nach meinem Angriff selbst anzugreifen. Am Ende aber schlecht umgesetzt. Auch dank der Hilfe meines Teampartners, der mir da zur Hilfe kam. Aber gut, bis zum nächsten Mal, haut rein.